Ja, ein herzliches Willkommen, liebe Freunde, hier zur gepflegten Abendunterhaltung mit Let's Play Gianna Sisters Twisted Dreams. Wir wollen auch gleich loslegen und reisen zum sagenumwobenen Tempel des Dumdidum, ein mächtiger Gott der Nichtartikulation oder so ähnlich. Ich bin sehr gespannt, wie dieser aussehen wird. Oh, da kommt schon mal was vorbeigeflogen. Ach du Scheiße. Und huch, wir stehen hier an einem Abhang und kommen hier nicht weiter. Das heißt, wir müssen wohl oder übel hier runter. Na dann wollen wir das doch mal probieren. Hier kommen auch eklige Bälle runtergefallen. Nun gut, wir versuchen einfach mal diesen auszuweichen. Ah, knapp genug. So, aber so geht es doch eigentlich ganz leicht. Okay. Eieiei, das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich springe mal ganz kurz runter und so hoch, so haben wir uns dann doch die Diamanten geholt. Sehr schön. Ja, Mensch, ich war ja schon wieder eine ganze Weile lang eher, sage ich mal, weniger aktiv mit neuen Folgen. Das muss ich ja auch offen und ehrlich natürlich zu... oh Gott. Das muss ich natürlich offen und ehrlich zugeben, aber das hat einfach den Grund, ich bin ja noch zurzeit in Ausbildung, das wisst ihr natürlich größtenteils wohl nicht. Aber damit habe ich das ja jetzt gesagt. Und ja, im Moment sieht es halt einfach so aus, dass ich diese Ausbildung halt... dass ich diese Ausbildung bald beenden werde. Nein, das wollte ich nicht. Ja, und habe dann natürlich auch eine Abschlussarbeit, pipapo. Ich will jetzt auch gar nicht zu viel erzählen und mich entschuldigen. Ich hoffe nur, dass ich... Ich hoffe nur, dass ich es schaffe, jetzt auch wieder ein bisschen regelmäßiger hochzuladen. Zumindest ist das auch mein Ziel soweit. Was mache ich denn da? Das ist ja wirklich... Also ich mache ja die gleichen Fehler immer wieder. Ich konzentriere mich noch gar nicht so richtig aufs Spiel. Ich muss natürlich auch erstmal wieder ein bisschen reinkommen, ne? Also die ersten 20 Tode, da werde ich einfach noch so ein bisschen rumfailen hier, so wie es ja fast immer der Fall ist. Das gibt es nicht. Ich sollte mal mir jetzt nach diesen drei Plattformen einfach mal merken, dass ich die Welt erst dann wechsle, wenn ich schon diesen komischen Wirbelsprung gemacht habe. So, das ist natürlich, ich warte auch immer schon alleine viel zu lange auf diese mistigen Stachelplattformen zu springen. Ah, ja, Mensch, ja, so funktioniert es. Das war ja schon wieder ein richtig toller Start. Ja, um nochmal ganz kurz auf das Thema zurückzukommen. Also, ich gelobe Besserung. Ich versuche jetzt wirklich regelmäßiger wieder hochzuladen. Und mal schauen, ob ich das eventuell, also wenn nötig, halt auch mit ein paar Tricks, na kommt schon runter da, mit ein paar Tricks und Kniffen schaffe. Das ist ja auch dann letztendlich ganz egal wie. Aber ich möchte natürlich auch regelmäßig hier was machen, weil sonst lohnt sich das ja fast gar nicht. Also so ein Let's Play sollte ja auch schon eine gewisse Regelmäßigkeit haben in seiner Veröffentlichungsrate. Wow. Ach du Scheiße, schon wieder so eine richtig eklige Feuerwand. Ja, wo ich natürlich reinspringe, das heißt, man darf da auch nicht zu lange warten. Das heißt, man sollte wahrscheinlich schon warten, bis die recht nah dran ist. Und dann immer noch nicht reinspringen. Boah, das ist ja... Hui. Leute, Leute. Ich bin gerade ein bisschen am Überlegen. Es passiert selten, aber manchmal passiert es dann doch. So, wahrscheinlich müssen wir die dann wirklich so ganz... Ich wollte eigentlich die Welt wechseln. Warum habe ich den Knopf nicht gedrückt? Ich dachte, ich hätte ihn gedrückt, aber ich habe ihn nicht gedrückt. Das ist schlecht. Das passiert mir hoffentlich nicht noch einmal.
So, wir müssen also scheinbar... wir müssen scheinbar in die Presse laufen, dann haben wir es nämlich ganz schnell hinter uns. Alter Schwede, ich glaube, ich habe in der letzten Aufnahme schon mal erwähnt, dass das Spiel irgendwie schwieriger wird. Kann das sein? Boah. Na, so ein Schitte aber auch. So, einmal hier wechseln, dann einmal rüber und ich hoffe... Ich habe eigentlich gehofft, dass ich irgendwie in dieser Mauer stecken bleiben könnte, um dann doch so ein bisschen abzuwarten, bis diese elendige Feuerwalze da mal vorüber ist. Quasi so? Na, nein! Das ist so... Es ist schwer. Aber vielleicht mache ich es mir auch nur so schwer. Vielleicht ist es ja gar nicht so schwer. Also, mich würde ja mal... Danke. Mich würde ja mal mittlerweile wirklich interessieren, wenn ihr das Spiel auch spielt oder gespielt habt oder vielleicht sogar schon fertig seid damit, würde mich wirklich mal äußerst, äußerst brennend interessieren, wie ihr so damit... Ach, das gibt's ja gar nicht. Wie ihr so damit zurechtgekommen seid. Also war es euch jetzt so spätestens im dritten Akt genauso schwer voranzukommen? Oder habt ihr das eigentlich recht easygoing so gemeistert? Nein, ach Mensch! Das Einzige, was hier easygoing ist, ist die Anzahl, die nach oben schnellt, die unsere Tode anzeigt, sozusagen. So, oh Gott. So, einmal bitte warten. Und einmal hier hoch, bitte. Und schon wieder sterben. Alter, was ist das denn für eine Passage hier? Es kann sich ja nur um Monate handeln, bis wir hier mal durchkommen. Das ist ja schon wieder richtig ganz famos. Und das hat nichts mit dem Gewächs zu tun. Hallo, ich möchte hier gerne durch. Habt ihr das gesehen? Ich kam da gar nicht durch erst. Das ist ja voll gemein. Spiel, sei nicht so gemein. Diese gemeine Programmierung. So, dann haben wir hier natürlich mal wieder verkackt. Alter Schwede. Also, ja. Ich hoffe nicht, dass wir jetzt hier noch eine halbe Stunde quasi daran festhängen. Ich möchte gerne da hoch. Meine Güte, das gibt's doch gar nicht. In welchem Winkel soll man denn da hochspringen? So, und jetzt hier so hoch. Und einmal hier so lang. Und... Seht ihr das? Seht ihr das? Die ganzen Wände und Mauern und Wackelsteine, alles ist einfach gegen uns und schleudert uns zurück wieder mitten hinein in die Feuerwalze. Das ist so gemein. So, jetzt versuche ich hier gerade mal so ein bisschen einzeln hindurchzukommen. Hier hat die sich wenigstens aufgelöst. Alter Schwede, alter Schwede. Ich bin total verschwitzt. Wir spielen jetzt gerade mal irgendwie seit 5 Minuten und meine Hände schwitzen schon. Der ganze Controller ist nass. Ist das heavy, ey. Das ist, wie gesagt, ey, mich würde echt mal interessieren, ob euch das auch so schwer gekommen ist. So schwer vorgekommen ist. Oder ob ich mich wirklich einfach nur so dumm anstelle. Ich, habe eigentlich den Feuerball gemacht. Aber okay, liebes Spiel. Seien wir halt noch gemeiner als vorher. Das ist doch, das sehen wir doch immer gerne. Ne, macht es, vielleicht macht es dem Spiel ja Spaß, uns so failen zu sehen. So, einmal hier rüber. Was erwartet uns denn da oben? 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 Da oben erwartet uns nicht... Oh Gott,
da oben, wollte ich gerade sagen, erwartet uns nicht viel, außer ein paar... ein paar Diamanten. Das ist noch die alte Variante von Photomanten. Oh mein Gott. Ja, richtig, genau. Dann fahren wir einmal zurück und einmal hier drüber. So, jetzt lasse ich mir aber Zeit und lasse mich nicht von der Plattform da unten hetzen, sondern wir schauen uns das Ganze jetzt einfach mal hier in aller Ruhe an. Einmal hier rüber auf die Plattform, hier alles eingesammelt und dann möchte ich natürlich auch hier die ganzen Diamanten haben. Und dann springen wir noch einmal hier rüber und holen uns auch diese Diamanten. So, dann lassen wir uns dann einmal, hallo Plattform? Ach so, die kommt ja nur, wenn, die rote Diana hier ist. Hallo Plattform? Ich, muss mal nur ganz kurz ein bisschen warten, bis diese olle, bis diese olle Ekeltaube da weg ist. So, Plattform, dann komm mal ganz kurz hierher, bitte. Dann drehen wir wieder ganz gemütlich um. Und jetzt hoffe ich, dass ich da einfach so rüberkomme. Jawohl, sehr schön. Was war das denn? Was war das denn für ein Feuerball? Ich habe einfach keine Worte mehr dafür. Ich bin wahrscheinlich schon total abgewöhnt von irgendeiner Controller-Steuerung, muss ich sagen. Dass ich mich hier wohl noch nicht ganz so leicht zurechtfinde und das gerade so in den Endleveln ist wahrscheinlich schon keine so einfache Sache mehr. Hallo Plattform? Hallo Plattform? Ach so. Nein, jetzt muss ich echt warten, bis die hier unten mal angescheißert kommt. Ist natürlich wieder auch der Himmel auf Erden. Dummdi-dumm, wir schauen uns hier mal einfach die schöne Landschaft an. Warten, bis diese Plattform hier ist, hüpfen auf diese eben welche jene rauf. Und können dann jetzt den ganzen Schmonsens hier mal hinter uns lassen. Achso, wir müssen aber natürlich warten, bis die Plattform auch da ist. Na, so ist das. Dann machen wir hier mal auf. So, und dann schauen wir mal ganz kurz. Da oben müssen wir hin, da werden wir wohl mit diesem wunderbaren Wirbelsprung rüber müssen, wie auch das Schild. Nein. Och Mensch. Langsam in den Tod geglitten. Sehr schön. Das Schild da hinten habe ich gar nicht gesehen, aber hat uns ja quasi auch nur das Gleiche gesagt. Wir müssen also mit dem Wirbelsprung dahin. Können wir uns eigentlich auch ducken? Nein, können wir nicht. Okay. Was ist schon ein Tod mehr auf der Liste? Das ist ja auch nicht weiter dramatisch. Wir sterben mittlerweile eh so oft, dass das Spiel das überhaupt noch zählt. So, einmal hier rüber. Ich wünschte, ihr könntet gerade meine hängenden Schultern sehen. Aus Enttäuschung und Selbstverachtung. Ach, naja, egal. Einfach weiter. Ich hoffe, wir schaffen es vielleicht heute oder morgen. Mal schauen. Wir genießen einfach ein bisschen die schöne Musik im Hintergrund. Nicht wahr? Das ist doch auch immer was Feines. Nee, das ist mir noch ein bisschen zu nah. So, dann komm mal angewackelt hier. Und einmal wieder umgedreht. Eieieiei. Also hier müssen wir ganz genau abpassen, wann wir abspringen. Hüpp. Und hier rüber, hier rüber, hier rüber. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja. Oh mein Gott. Warum gibt es denn immer noch keinen Speicherpunkt? Ach, da ist der Speicherpunkt. Sehr schön, da ist ein Speicherpunkt. Was tun denn diese Ventilatoren eigentlich? Was tun denn diese Ventilatoren? Ich dachte, wir würden da eventuell dann in die Lüfte steigen, sozusagen. Aber... Ach, mit dem Wirbel... Mit dem Wirbelsprung also.
Eieieiei, das ist aber schon ein bisschen gefährlich und jetzt stecken wir hier sogar... Achso, wir stecken... Aua! Ach du Scheiße!